Hallo, ich bin Carsten in Dingsbärlo. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Nochmal. Bin heute im deutsch-holländischen Grenzgebiet unterwegs, habe mein Auto in Holland geparkt, aber die eigentliche Wanderung ist, glaube ich, nur auf deutscher Seite. Ja, ich bin hier Dingsbärlo oder zwischen Dingsbärlo und Isselburg gestartet. Dingsbärlo liegt in Holland. Will Richtung Anholt gehen, Anholter Schweiz. Ein bisschen vom Schlosspark Anholt eventuell anschauen. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran und kommt mit. Herausgesucht habe ich mir die Tour auf Komoot. Ich war ja im Juni auf dem Campingplatz in Dinken und da bin ich ja schon hier an der Bocholter A entlang gefahren und habe ein bisschen was von der Anholter Schweiz gesehen und habe mir gedacht, ja okay, hier in der Ecke könnte es ja auch mal zu Fuß unterwegs sein, ja. Und heute ist es soweit. Ja, gehe jetzt hier erstmal ein Stück an der Bocholter A entlang und dann irgendwann, wie gesagt, Richtung Anholt. Bisschen Schloss gucken, aber auch nur von außen, weil von innen geht es im Moment nicht. Und dann auf anderen Wegen wieder zurück. Circa 13,5 Kilometer, also gar nicht allzu viel. Ja, scheinbar ziehen jetzt die holländischen Fahrradmüllkörbe, wie auch immer die heißen, auch hier in Deutschland ein. Finde ich gut. Ja, hier der Weg, der scheint recht neu geteert zu sein. Meines Wissens war hier vorher auch Schotter. Ist zum Wandern nicht so toll, aber ja, was soll's, irgendwas ist ja immer. So, ich habe gerade festgestellt, bin ja eigentlich noch gar nicht weit gelaufen, dass ich den Windpuschel vom Mikrofon verloren habe. Katastrophe, die Dinger. Ja, ich hoffe mal, da es recht windig ist heute, dass es trotzdem noch funktioniert. Die Gruftkapelle bei Anholt wurde von einem Herrn von Salm, ich habe den Rest des Namens vergessen, 5 oder 6 Vornamen, wurde der erbaut. Ja.
Jetzt sind wir gleich in Arnold oder sind hier am Stadtrand oder Ortsrand von Arnold. Gucken wir mal, ob wir das Schloss finden. Ja, mittlerweile bin ich hier in Arnold. Bin hier irgendwie im Stadtgarten oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier ist auch ein Kloster ansässig. Bin mir nicht ganz sicher. Aber schick. So, jetzt geht es hier einmal um die alte Kirche hier rum. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, ich hätte ja gerne mal da in die alte Kirche reingeschaut, aber gerade festgestellt, entweder habe ich meine Maske verloren oder ich habe sie im Auto vergessen. Ja, vom Schloss Arnold aus geht es erstmal die ganze Zeit über den Golfplatz bzw. am Golfplatz vorbei. Naja, Richtung Isselburg wieder zurück. So, den Golfplatz habe ich hinter mir. Da vorne kommt ein Tischler und ein Bänkle. Ich werde mal Pause machen. Weil sind auch nur noch ca. 4 Kilometer oder so. So, Päuschen ist rum. Endspurt. Ja, da vorne kommt schon wieder das Ortsschild von Isselburg. Aber jetzt müssen wir hier auch aber erstmal durch. Also bin noch nicht direkt am Auto. Ja, da hinten kommt das Hotelrestaurant. Brückenhütte und direkt dahinter ist dann die Grenze und dann bin ich gleich schon wieder am Auto. So, ich nutze jetzt hier mal einen wilden Grenzübergang. Ich glaube zumindest, dass ich hier an meinem Auto wieder rauskommen müsste. Wenn nicht, dann habe ich mich verlaufen. Dann gehe ich halt wieder zurück. Ja, bin auf jeden Fall gleich zurück am Auto. Nur noch ein paar hundert Meter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.